Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan der Irish Terrier Training. Wir machen weiter mit unserem Klickertraining. Wir haben ja inzwischen den Klicker konditioniert, Blickkontakt aufgebaut und inzwischen auch ein Nasentarget eingeübt mit dem Hund. Und diese Sache mit dem Target, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter verfeinern. Und zwar gibt es ja nicht nur das Nasentarget, dass der Hund also ja, eure Hand oder diesen Targetstab mit der Nase berührt. Target. Genau, jetzt hat er zwar nur dran geschnüffelt, aber letzten Endes hat er sie ja berührt. Target. Genau. Das haben wir natürlich weiterhin geübt, auch mit dem Stab. Bei dem Stab ist es so, dass er meistens irgendwo an den Stab geht und dann mit der Nase runterfährt, bis er an der Kugel angekommen ist. Und dann gibt es natürlich erst den Knick. Also er weiß schon, dass er da hin soll, aber er sucht halt nicht vorher danach, sondern mit der Nase an den Stab und dann fährt er den Stab entlang, bis er die Kugel gefunden hat. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ein Pfotentarget einzutrainieren, dass der Hund also mit der Pfote an irgendwas rangeht. Und das ist dann tatsächlich auch die nächste Trainingskarte, die wir hier haben. Und zwar Übung Nummer 3, das Pfotentarget. Ziel, Ihr Hund berührt mit der Pfote ein Target oder stellt sich mit einer Pfote oder mehreren Pfoten darauf. Als Target eignet sich eine Decke, eine Pappe, ein Brett oder ähnliches. Anfänge. Legen Sie das Target vor Ihren Hund auf den Boden. Die ersten Klicks gibt es dafür jedes Interesse daran, also auch wenn der Hund das Target ansieht oder daran schnuppert. Danach klicken Sie nur noch, wenn er das Target zufällig mit einer Vorderpfote berührt. Helfen Sie dem Zufall auf die Sprünge, indem Sie sich langsam mit Ihrem Hund in die Nähe des Targets bewegen und nach dem Klick das dazugehörige Leckerchen auf das Target legen oder werfen. Falls Ihr Hund das Target mit den Zehen bearbeitet oder darauf scharrt, klicken Sie zunächst ganz früh im Bewegungsablauf und geben Sie ihm so schnell danach das Leckerchen, dass er gar nicht dazu kommt, sein Vorhaben auszuführen. Klicken und füttern Sie daraufhin mehrfach schnell hintereinander, während er nur noch auf dem Target steht. Und ich hatte mir dafür rausgesucht, denn wir hatten das früher schon mal gemacht, nur eben ohne Klicker, sondern eben einfach nur ja, wieder mit Locken, so wie wir früher eben alle Übungen gemacht haben. Und zwar sollte er mit den Pfoten auf diese Hunde-Frisbee-Scheibe, also das ist so ein, was ist das, Silikon-Latex, keine Ahnung, irgendwie so ein gummiartiges, relativ weiches, labbriges Ding, aber letzten Endes ist es eine Frisbee. Wir hatten früher auch eine normale, aber da ist, das Plastik ist halt so hart, dass wenn er da reinbeißt, dann ja, kann das halt auch mal passieren, dass das splittert. Und da war ich mir dann immer nicht so sicher, ob das nicht vielleicht irgendwie dann gefährlich werden könnte. Deswegen haben wir jetzt diese wabbelige Hunde-Frisbee gekauft. Wir haben zwei davon, eine in Orange und eine in Blau. Und er kennt die natürlich schon, also auch als Frisbee. Ne? Das heißt, es ist sowohl ein Target als auch eine Belohnung für ihn. Und er mag eigentlich Frisbee ganz gerne. Ne? Oh, fein! Ja, super! Da, seht ihr? Wow, schon mit beiden Pfoten drauf. Cool. So, dann machen wir das eben hier oben auf dem Sofa. Super! Jetzt hat er sich schon wieder hingelegt, der faule Strick. Steh! Ah. Target! Steh mal. Ich glaube, im Stehen ist es ein bisschen einfacher. Super! Ah, fein machst du das. Ja, wir werden dazu mal aufstehen. Der legt sich hier halt einfach ständig hin. Das ist einfach ein Fauli. Ne? Er legt sich hin, hat beide Pfoten drauf und sagt, so, und jetzt bitte Dauerfüttern. Dann müssen wir eben mal aufstehen, ne? Und er regt sich schon wieder auf. Oh, Frisbee ist aber auch ein tolles Spiel. Frisbee ist ein tolles Spiel. Ja. Das Schöne daran ist, man kann den Hund, also in dem Fall der Frisbee zum Beispiel, später auch nicht mehr nur mit Futter belohnen, sondern man kann sie ihm dann auch einfach mal werfen. Dann ist das Ding selber schon die Belohnung und er weiß ja sowieso, er soll hinterher. Gut, dann machen wir das Ganze jetzt eben im Stehen. Ich stehe jetzt hier, ihr seht nicht meinen Kopf, ihr seht nur den Fußboden und den Hund und das Target. Das ist ja das Wichtige an der Sache. Conan, komm mal her. Mach mal Sitz. Super. Bleiben. So, ich lege ihm das jetzt hier hin. Target. Supi, du bist dein Bein. Ja, super, klasse, klasse, klasse. Komm mal her. Target. Super. Ich werfe das weg. Dann gibt es wenigstens einen Grund für ihn, hier wieder herzukommen. Super.
Ich sag ja, ich werf es weg und gebe es ihm trotzdem in die Hand. Super. Klasse, such's. Ah, klasse. Wo ist es? Klasse. Er steht schon mit beiden Pfoten drauf. Mit vieren wird in dem Fall natürlich schwierig werden. So, wir versuchen das jetzt mal zu bewegen. Und zwar, indem ich das an unterschiedliche Stellen werfe. Target. Super. Ja, nicht sauber drauf, aber er ist drauf. Warte doch mal. Ja, ich glaube, wir müssen auch gleich wieder aufhören. Er ist schon wieder total aufgeregt. Sitz. Bleiben. Bleiben. Target. Wow, mit Hechtsprung. Okay. Gucken wir das mal wieder. Target. Na, er hat es tatsächlich schon verstanden. Jetzt versuchen wir ihn mal wirklich ein bisschen weiter wegzuführen. Komm mal her. Komm mal hier. Komm mal Sitz. Sitzen. Ist mir eigentlich gedacht. In die Box. Super. Platz. Platz. Super. So, ich lege das mal so weit weg, dass ihr es gerade noch vielleicht auf der Kamera sehen könnt. So. Nee, hier muss es hin. Okay, jetzt stehe ich hier und ihr seht, er ist auf der anderen Seite. Target. Er hat es weggeschubst, aber er ist drauf. Super, klasse. Okay. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich. Ist gut. Kann man jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger machen, indem man das zum Beispiel irgendwo drauflegt. Warte. Warte. Target. Ja, er ist mit der Pfote raufgegangen. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Na, dann könnt ihr das auch auf irgendeine Kiste tun oder so. Target. Jawohl. Klasse. Muss er natürlich nicht gleich irgendwie mit einem Meter anfangen. Target. Ja. Aber so kann man sich dann da langsam steigern. Sehr, sehr gut. Letzten Endes kann man das natürlich dann auch mal schräg machen oder mal an die Wand. Ja, super. Guck mal, da, ganz viele. Kannst du suchen. Kann man das dann später eben auch mal irgendwie zum Beispiel an die Wand machen, dass er dann da ran springt. Da wäre dann natürlich was Kleineres besser. Es gibt auch Leute, die üben das zum Beispiel mit Post-its. Und die kann man dann zum Beispiel an den Lichtschalter kleben und so lernt der Hund dann zum Beispiel das Licht an- und auszumachen. Okay, aber ich würde doch sagen, dass das für heute erstmal gewesen ist. Der Hund regt sich schon wieder so auf. Ja, wir machen an der Stelle dann Schluss für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier Training. Es gibt noch genau zwei grüne Karten und dann sind wir sozusagen mit den Basics erstmal durch und würden dann mit der Grunderziehung weitermachen. Vielleicht nicht sofort im Anschluss, sondern können wir zwischendrin mal wieder was anderes machen. Aber letzten Endes, ja, es funktioniert so eben das Klickertraining. Bis dann. Ciao, ciao.